Sie alle kennen die erschreckenden Berichte und Bilder, die gezeichnet werden über den Klimawandel. Die heutige Generation muss für die Fehler bezahlen, die vor rund 50 bis 100 Jahren begangen wurden. Es gibt Experten, die sagen, dass die bereits entstandenen Schäden nicht mehr reversibel sind, das heißt nicht mehr rückgängig zu machen sind. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Das hat jetzt auch die MVV Energie AG in Mannheim erkannt und hat federführend mit zahlreichen weiteren Sponsoren und Unternehmen den Klimaschutzatlas heute der Öffentlichkeit vorgestellt. So sieht er aus, der neue Klimaschutzatlas der Metropolregion Rhein-Neckar. Er ist bundesweit einzigartig. Mit dem Klimaschutzatlas übernimmt die Metropolregion bundesweit die Vorreiterrolle zum Thema Klimaschutz. Der Atlas zeigt die Innovationskraft der Region beim Klimaschutz. Er wurde am 10. Mai bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Ob Energiegewinnung durch Sonnenenergie oder Wasserkraft, modernste Kraftwerke und Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung mit einer umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung, effiziente Industrieanlagen, Niedrigenergiegebäude oder umweltschonende Verkehrskonzepte. Im Klimaschutzatlas sind anschaulich viele nützliche Informationen zusammengeführt. Die ARD-Wettermoderatorin und Ökonomin Claudia Kleinert referierte zum Thema Klimawandel, Risiken. Sagen wir, warum ist denn dieser Atlas aus Ihrer Sicht so wichtig? Dieser Atlas ist aus mehreren Gründen für diese Region sehr wichtig. Einerseits zeigt die Region, wie Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenarbeiten. Das, was wir immer für unsere Region in Anspruch nehmen, wird hier richtig handgreiflich. Man hat ein Produkt, das man in die Hand greifen kann. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Klimaschutzatlas zeigt, dass für uns bei der Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar nicht nur die harten Wirtschaftsfakten von enormer Bedeutung sind, sondern dass wir uns auch unserer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt stellen und zeigen, dass wir auch diese Themen angehen wollen. Und der dritte Aspekt ist natürlich, weil wir ein aktuelles Thema aufgegriffen haben, das uns während der Erarbeitung schon fast an Aktualität überrollt hat. Und wir hier als erste Region in der Bundesrepublik aufzeigen, dass wir uns zu dieser Verantwortung und zu diesem Thema bekennen und es auch angehen wollen und Lösungen zuführen wollen. Was genau findet denn der Leser in diesem Atlas? Der Leser findet ganz konkret die besten Beispiele aus der Region, wie konkret Umweltschutz und Klimaschutz stattfinden kann. Er ist eine Art Baukasten, aus dem sich jetzt jeder Leser seine Bauklötze des Klimaschutzes herausgreifen kann und für sich selber sein eigenes bestes Modell erarbeiten kann, wie es für ihn privat, in kleinen und mittleren Unternehmen oder in großen Betrieben möglich ist, einen Beitrag zu leisten für den Klimaschutz. Und er ist aber auch ein hervorragendes Zwischenergebnis, denn wir sind ja aufgefordert als Region, ein Energiekonzept zu erstellen, da werden die Themen Umwelt- und Klimaschutz eine entscheidende Rolle spielen. Unsere Region ist eine Region für regenerative Energien. Das wird aufgezeigt, das wollen wir weiterführen und konkret auch Standorte und Investitionsmöglichkeiten zeigen in dieser Region. Es ist immer mal wieder passiert, die Temperatur der Erde hat sich immer mal an, da passiert was. Die MVV und die Metropolregion Rhein-Neckar nehmen in Sachen Umweltschutz eine bundesweite Vorreiterrolle ein. Können Sie hierzu zwei, drei Beispiele nennen? Ja, zum einen ist diese Metropolregion Rhein-Neckar eines der größten Fernwärmeversorgungsgebiete Europas, vielleicht sogar das größte. Wir haben hier Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt, es wird nicht nur Strom erzeugt, sondern auch Fernwärme gleichzeitig. Das erhöht den Wirkungsgrad ganz enorm. Zum anderen haben wir hier Geothermie in der Region, auch sehr stark ausgebaut in mehreren Projekten. Und drittens sind wir auch gerade als MVV einer der größten Biomassebetreiber in Deutschland. Und auch das ist eine Zukunftstechnologie, der wir uns besonders verschrieben haben. Klimaschutz ist auch an Arbeitsplätze gekoppelt. Entstehen in der Metropolregion Rhein-Neckar neue Arbeitsplätze? Dadurch entstehen viele neue Arbeitsplätze, besonders im Bereich der Energiedienstleistung, aber natürlich auch im Bereich des Handwerks, wo Energieeinspartechnologien umgesetzt werden
und schließlich auch bei den Produzenten von alternativen Energien. Man denke etwa an den Boom bei der Photovoltaik oder auch bei der Windenergie. Das sind ja ganz konkrete Beispiele, wie sich in den letzten Monaten diese Industrien in Deutschland enorm entwickelt haben. Nicht jedes Mittelstandsunternehmen in der Kurpfalz, in der Metropolregion Rhein-Neckar kann sich eine eigene wissenschaftliche Abteilung leisten, kann sich Experten, Wissenschaftler leisten. Ist die MVV und natürlich die beteiligten weiteren Sponsoren, Unternehmen des Klimaschutzatlases auch bereit dazu, Mittelstandsprojekte zu fördern? Das ist ganz klar eines der Ziele. Wir haben deswegen in diesem Atlas auch nicht nur Beispiele genannt, sondern wir haben auch konkrete Ansprechpartner benannt, wo wir Beratung anbieten, wo wir Konzepte anbieten. Letztendlich muss sich das rechnen, gerade auch für die Mittelständler. Und wir sind gerne bereit, dort maßgeschneiderte Konzepte für interessierte Unternehmen anzubieten. Neue Umwelttechnologien heißt auch neue Arbeitsplätze. Mit wie vielen Arbeitsplätzen, neuen Arbeitsplätzen rechnen Sie etwa? Also insgesamt wird es sicherlich Zehntausende von neuen Arbeitsplätzen in Deutschland geben. Wie viele davon genau in unserer Region geschaffen werden, das kann man schwer abschätzen. Da gibt es keine belastbaren Statistiken drüber, aber auch da wird der Effekt erheblich sein. Die MVV hat ein super schönes Angebot in ihrem Programm drin, das vielleicht nicht alle Zuschauer in erster Linie mit der MVV in Verbindung bringen. Sie haben ein Ökostromangebot. Ist der Ökostrom teurer? Ja, der Ökostrom ist teurer. Wir garantieren aber mit dem Ökostrom die Erzeugung des Stroms in alternativen Energien. Das kostet für einen normalen Haushalt etwa 1 Euro im Monat. Ich denke, das ist ein verkraftbarer Betrag. Man spart ungefähr die Menge ein, die ein Mittelklassewagen pro Monat an CO2 emittiert. Ich denke, den Beitrag, den sollte man sich wirklich gut überlegen. Den kann sich doch, können sich doch viele Leute leisten. Und es wäre schön, wenn dieser Ökostromtarif noch viel mehr in Anspruch genommen werden würde. Ökostrom ist eine Begrifflichkeit. Woher kommt der Strom konkret aus Mannheim bzw. aus der Kurpfalz, aus der Metropolregion? Das ist CO2-freier oder CO2-neutraler Strom, also entweder aus Kraft-Wärme-Kupplung. Der wird hier in Mannheim erzeugt, im Großkraftwerk Mannheim. Oder natürlich Windenergie. Auch hier haben wir verschiedene Projekte. Wasserkraft und Biomasse, das habe ich schon erwähnt. Auch bei der Biomasse sind wir hier sehr aktiv. Was ist Ihr persönlicher Tipp an Menschen, die daran interessiert sind, Klimaschutz aktiv zu betreiben? Mein persönlicher Tipp ist, besorgen Sie sich den Klimaschutzatlas, gucken Sie da rein, Sie werden bestimmt was Interessantes finden. Herzlichen Dank und alles Gute. Bitte. Die Zuschauer kennen Sie als deutsche Wetterfee. Was sind Ihre drei Tipps, um sich aktiv als Privatperson am Klimaschutz zu beteiligen? Also es gibt eine ganze Menge, was man für Klimaschutz tun kann. Unter anderem mit Energie viel effizienter umzugehen, als es bisher der Fall ist. Das heißt also, das Licht ausmachen, wenn ich es nicht brauche, Geräte nicht auf Standby stehen zu lassen, nicht mit dem Auto zum Brötchen holen fahren, vielleicht nicht unbedingt auf alle Wege, die man mit dem Auto machen würde normalerweise, mit dem Auto zu tun. Wer von Berlin nach Hamburg mit dem Auto fährt, ist jetzt selber schuld. Es gibt eine wunderbare Bahnverbindung, die weitaus sinnvoller ist und damit natürlich auch weitaus klimaschonender, als das eigene Auto zu nehmen. Heizungen auszuschalten, sich beispielsweise bei seinem Energieversorger nach regenerativen Energien zu erkundigen, dass man seinen Strom, seine Wärme vielleicht nur noch aus solchen Energien bezieht. Und damit kann jeder schon einen ziemlich guten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit zum Teil Auswirkungen der Klimaveränderungen. Sie sehen Bilder, die zum Teil schockierend sind. Ausgetrocknete Flussbette mitten in Deutschland, nicht irgendwo in Afrika. Bereitet das auch Angst für die Zukunft? Also Angst macht eigentlich nur alles, was nicht beherrschbar ist. Und im Grunde genommen ist es ja insofern beherrschbar, als dass man weiß, was passieren kann. Darauf kann man reagieren, wenn es denn soweit ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, jetzt schon eine ganze Menge zu tun, um eben einen weiteren Temperaturanstieg, um einen weiteren Klimawandel zu verhindern. Und da ist jeder Einzelne gefragt und natürlich auch global gesehen die gesamten Politiker oder jeder, der etwas dazu beitragen kann,
jetzt noch zu reagieren und jetzt was zu ändern. Natürlich ist es nicht so schön, wenn man jeden Monat quasi neue Rekorde vermelden muss. Also sagen muss, der wärmste April, der wärmste Winter, der wärmste Herbst. Aber Angst, ja, sicherlich, es kann niemand sagen, was genau passieren wird, wie die Auswirkungen sein werden. Es beunruhigt. Aber solange man was tun kann, sollte man sich, glaube ich, eher darauf konzentrieren, was zu machen ist und dass man was macht. Sie sind auch Expertin in Sachen Ökonomie. Ist Klimaschutz jetzt gerade gleich günstig zu finanzieren? Da geht es mir weniger um die Finanzierung. Ich glaube, dass wir uns als Deutschland, als Land, das ziemlich gute Menschen auch hier hat, ziemlich gut ausgebildete Menschen, Menschen, die innovativ sind, die kreativ sind, dass wir darin auch eine große Chance haben, uns beispielsweise zu profilieren im Bereich Technologien, im Klimaschutz, in der Wasseraufbereitung, in der Energiegewinnung, in CO2-Reduktion, bei allem, was wir tun. Das ist zum einen das Feld der Forschung und zum anderen aber auch das Feld der Umsetzung solcher Forschungsergebnisse. Das könnte für uns sicherlich auch eine Chance sein für die deutsche Wirtschaft. Kann es diese Generation schaffen, Auswirkungen in der nächsten Generation zu verändern oder wenigstens zu lindern? Also wenn reagiert werden muss, muss jetzt reagiert werden. Das ist alles keine Frage der Kosten, es ist eine Frage der Zeit, wie schnell reagiert werden. Ja. So schnell wie nur irgendwie möglich. Mhm. Von daher müssen wir jetzt was tun, weil das, was später passiert, kann uns nicht mehr wirklich interessieren, falls wir es denn überhaupt noch erleben. Die wirklichen schlimmen Auswirkungen. Das heißt, wir müssen jetzt tun und da darf eben keine Frage mehr sein, wann fangen wir an? Jetzt. International, nicht international, nur Deutschland als Vorbild. Naja gut, aber wir müssen erstmal als Vorbild was tun. Das heißt, es nützt auch nichts hier zu sagen, Leute, macht mal was global, irgendwo in den USA oder sonst wo. Wir müssen anfangen, dann können wir eventuell auch Vorreiterfunktion sein oder Vorbildfunktion. Und es geht eben nicht mehr darum zu sagen, wer fängt denn jetzt zuerst an? Jeder muss, und zwar jetzt. Heute ist der neue Klimaschutzatlas für die Metropolregion Rhein-Neckar vorgestellt worden. Was kann denn der Einzelne dazu beitragen, Klima in der Metropolregion Rhein-Neckar zu schützen? Der Atlas bietet da vielfältige Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Es ist zum Beispiel ja dort auch gezeigt, wie der Verkehr, um mit diesem Bereich mal anzufangen, hier der Nahverkehr sehr gut ausgebaut ist und sicherlich auch weiter ausgebaut werden wird. Jede Fahrt, die man da mit diesen Möglichkeiten ausschöpft, nennt man halt nicht das eigene Auto, was das nicht so effizient erledigen kann, wie zum Beispiel der Nahverkehr. Wenn man in den Bereich der eigenen Wohnung geht und da einmal schauen möchte, ist zum Beispiel immer noch das, was nicht unbedingt üblich ist, auch beim Kauf von neuen Geräten auf Energieeffizienz zu achten. Das helfen einem manchmal diese Kennzeichen mit den verschiedenfarbigen Balken drauf. Bei anderen Geräteklassen ist das schwieriger, aber sich dort im Vorfeld bei Beratungsstellen zu erkundigen, kann nach kurzer Zeit schon auch für die eigenen Geldbeutel von Vorteil sein, weil das bisschen mehr, was man manchmal zu zahlen hat, dadurch die niedrigen Energiekosten im eigenen Beutel spürbar ist und eben auch für den Klimaschutz hilft. In Ihrer Arbeit mit der Beschäftigung zum Thema Klimaschutz, die Metropolregion Rhein-Neckar hat eine bundesweite Vorreiterrolle, aber es reicht ja nicht aus, wenn jetzt Mannheimer, Ludwigshafener, Hessen, hessische Bürger zum Teil das Klima schützen, während beispielsweise New York, Moskau und viele andere Städte Klimaschutz nicht so sehr interessiert. Was muss aus Ihrer Überzeugung oder aus Ihrer Erfahrung hier dringend geschehen, um Klima Folgen des Klimaschutzes bzw. Wandels zu verhindern oder zu lindern wenigstens? Ja, das ist ja vollkommen recht, das ist ein globales Thema und es hilft nicht, wenn wir das alleine tun. In den anderen Städten und Regionen ist es genauso wichtig, dass erstmal einzelne Akteure mit nach vorne treten und diese positiven Beispiele aufzeigen. Denn auch dort sind Klimaschutz und ökonomische Aspekte kein Widerspruch, sondern es greift ineinander. Und wenn diese Aspekte erst einmal so erkannt werden und nicht mehr wie in den amerikanischen Medien zum Teil immer noch auch vertreten wird, dass das der eigenen Wirtschaft schadet, weil einfach Ölindustrie dort eine ganz große Rolle spielt, wenn da erkannt wird, welche wirtschaftlichen Vorteile auch dabei sind, denke ich, haben auch einzelne Vorreiter, und dazu gehört ja auch der Herr Schwarzenegger in Kalifornien, der das Thema für sich entdeckt hat, da haben solche Akteure dann viel mehr Chancen, auch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass all das, was wir gerade als Einzelbeispiele hier gesagt haben, auch in anderen Ländern greifen können. Aber das wird noch ein längerer Weg sein. Ich glaube, das wird nicht so leicht. Nun gibt es Berichte, wonach laut den Vereinten Nationen möglicherweise einige Folgen
des Klimawandels noch abgefedert werden können. Diese Schäden sind ja bereits vor 100 Jahren begangen worden oder die Fehler. Wir müssen heute dafür verantwortlich zeichnen, die Folgen praktisch vorhergehender Generationen tragen. Glauben Sie, dass wenn wir jetzt heute alle zusammen uns in Sachen Klimaschutz engagieren, dass dann für die Zukunft, für die nächstfolgende Generation sich wieder einiges verbessern wird, den Schäden wieder gut zu machen, die bereits entstanden sind? Ich selbst bin nicht Naturwissenschaftler und Klimaforscher. Alles, was ich aus den Berichten weiß, ist aber, dass es fast nicht möglich sein wird, das rückgängig zu machen. Wir haben da ein Rädchen einmal jetzt in Schwung gebracht. Wir haben Gase in die Atmosphäre gebracht, die mindestens für 100 Jahre und länger dort verweilen. Und eine Dynamik in Gang gesetzt, die nicht wirklich jeder über mehr als 100 Jahre hinaus voraussagen kann. Ich bin aber trotzdem, und deshalb arbeite ich seit 15 Jahren in diesem Gebiet, persönlich der Überzeugung, auch wenn es ein noch steiniger Weg bleiben wird, dass es uns gelingen wird, wenn wir die Zusammenhänge erkennen, das auch in den Alltag umzusetzen und in die politischen Strukturen umzusetzen, weil wir keine andere Chance haben, wenn wir auch ökonomisch, und das zeigen die Berichte wie der Stern-Report, auch ökonomisch uns nicht schlussendlich das Wasser selber abgraben wollen, an dem wir eigentlich zum Trinken sitzen. Die MPV ist ein privatwirtschaftlicher Konzern. Wie reagieren denn die Politiker auf dieses Engagement in Sachen Klimaschutz in der Region? Ja, also es ist einerseits eine große Freude da, dass tatsächlich jetzt auch diejenigen, die mit Energie im Kern zu tun haben, nicht die Energieversorgungsunternehmen, den Klimaschutz nicht mehr als ein kleines Nebenthema sehen, sondern wirklich das auch in den Kern, zumindest jetzt erstmal ihre Öffentlichkeitsarbeit aufstellen. Und die von daher ist, das zeigten schon die Arbeiten auch zum Klimaschutzatlas, man saß zusammen am Tisch und freut sich, dass jetzt noch mehr Kooperation möglich ist, als es bisher eh schon war. Und ich denke, dass man da die weiteren Seiten auch aufgreifen wird. Das sah man ja, dass das hier gemeinsam geschah. Der Herr Dallinger vom Verband saß da neben dem Herrn Dr. Schulten, der MVV. Und dieser Schulterschluss gefällt uns, die seit vielen Jahren von außen fordern, dort zu kooperieren, sehr gut. Von daher sehe ich im Moment nicht, dass Konkurrenzen da sind. Was bisher noch nicht gelungen ist, was schade ist, dass wir nicht darstellen konnten, wie insbesondere Umweltschutzorganisationen oder freie Verbände auch aktiv sind. Das muss man ganz ehrlich sagen, wir mussten irgendwo erstmal einen Schnitt für so einen ersten Schritt ziehen. Ich könnte viele Beispiele aufzählen, wo es mir sehr leid tut, dass sie in diesem Atlas einfach noch nicht mit drin sind. Und da hoffe ich, dass man jetzt nicht sagt, das ist Schuld der MVV, sondern das ist einfach aus dem Prozess heraus. Und ich hoffe, dass das in der Fortsetzung, in einer neuen Auflage oder auch im Internet möglichst schnell auch ergänzt werden wird. Ernst das Thema Klimawandel und Klimaschutz ist, und das ist ein ganz wichtiges Anliegen, sogar in der bundesweiten Vorreiterrolle in der Metropolregion Rhein-Neckar ist, das zeigt das vorbildliche Engagement des Energiekonzernes MVV Energie AG. Es gibt Möglichkeiten zu handeln und es ist gut, wenn wir jetzt alle heute damit anfangen, unseren Teil, soweit das in unseren Kräften besteht, dazu beizutragen, die Umwelt zu schützen, damit es eine lebenswerte und gute Umwelt auch für die Menschen in der Zukunft geben wird. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm mit einem Sonderbericht zum Thema Klimaschutz und Klimawandel aus Mannheim.